Verbinde dich mit der Gruppe. Herzlich willkommen bei der Healer and Creator Gruppenmeditation. In den nächsten Minuten kannst du dich mit den anderen Teilnehmern dieser Gruppenmeditation verbinden. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen und dich ganz entspannt auf eine gemeinsame Reise mit uns zusammen machen. Stell dir doch einfach mal vor, du hättest einen langen Spaziergang durch einen wunderschönen Wald gemacht. Und nun gelangst du auf eine große Waldlichtung, die mit Gras und einigen wilden Blumen bewachsen ist. Und auf dieser Waldlichtung haben sich bereits viele Menschen versammelt. Sie sind so wie du dieser inneren Einladung gefolgt und haben dann, so wie du, bei einem Spaziergang diese Waldlichtung gefunden. Sie stehen einfach da, gehen ein paar Schritte, schauen sich für einige Momente gegenseitig in die Augen, lächeln und gehen dann weiter. Vielleicht findest du das ein bisschen komisch zuerst. Es sind so unterschiedliche Menschen hier. Einige kennst du vielleicht bereits. Vielleicht erkennst du auch einige deiner Freunde. Und viele sind ganz neu für dich. Einige sehen dir ganz ähnlich. Vielleicht findest du hier unter deinen visualisierten Teilnehmern auch dein höheres Selbst oder deine persönlichen Lichtengel, wer weiß. Und es ist ganz egal, wann die anderen Teilnehmer diese Meditation machen. Wir sind hier in einer höheren Dimension, da gibt es keine Zeit. Einige der Teilnehmer auf der Waldlichtung halten ihre linke geöffnete Hand auf ihr Herzzentrum. Und ihre rechte Hand haben sie offen über die linke Hand gelegt. Es ist eine uralte Geste, um das Herz zu öffnen. Deine beiden Handchakras liegen dabei direkt auf deinem Herzchakra. Vielleicht möchtest du es ihnen ja für den Rest dieser Meditation nachmachen. Und dann gehst du von einem Menschen zum anderen Menschen. Und so wie die anderen, schaust du jedem eine Weile lang lächelnd in die Augen. Und du erkennst in diesen Gesichtern, wie unterschiedlich jeder einzelne Mensch ist. Und du siehst in ihren Augen, wie unterschiedlich auch manchmal ihre Wertvorstellungen, ihre Glaubensrichtungen, ihre Erfahrungen aufgrund ihres persönlichen Lebens sind. Und doch, während du einem nach dem anderen in die Augen schaust, doch erkennst du in ihnen diese tiefe innere Verbundenheit. Denn es sind alles Seelen wie du. Einige von diesen Personen hättest du vielleicht niemals einfach so auf der Straße getroffen. Und wahrscheinlich hättest du ihnen nie so direkt in die Augen geschaut. Vielleicht sind sogar einige dabei, denen du sonst lieber aus dem Weg gegangen wärst. Manche tragen vielleicht so ganz andere Glaubensmuster in sich, als du es dir vorstellen kannst. Aber schau auch diesen, so ganz anderen Menschen, einfach mal ganz still in die Augen. Und fühl mal, ob du vielleicht ein bisschen nachvollziehen kannst, warum diese Menschen so ganz anders denken und handeln wie du. Vielleicht haben sie Dinge in ihrem Leben erlebt, die sie dazu gebracht haben, jetzt so zu denken. So wie du auch Dinge in deinem Leben erfahren hast und daraus dann deine Meinungen, deine Glaubenssätze, deine Wertvorstellungen entwickelt hast. Und während du so von einem zum anderen gehst, versuche doch einfach mal, ihnen nur mit Hilfe deiner Augen ein tiefes inneres Verständnis zu schenken. Ganz besonders auch denjenigen Menschen, die vielleicht nicht so ganz auf deiner Wellenlänge sind. Und wenn du es möchtest, dann schenke allen Menschen hier ein liebevolles Lächeln.
und beobachte einfach mal, wie diese ganz unterschiedlichen Personen auf dein Lächeln reagieren. Und vielleicht möchtest du auch noch einen Schritt weiter auf sie zugehen. Vielleicht möchtest du den einen oder die andere gerne einfach mal kurz umarmen. Einfach so. Ihnen dann noch einmal in die Augen schauen. Liebevolles Verständnis für sie zeigen. Ihnen auf ihrem Lebensweg alles erdenklich Gute wünschen. Und geh einfach mal so von einer Person zur nächsten. Lass dir ruhig Zeit mit diesen Begegnungen. Und dann gehe weiter zur nächsten Person. Und beobachte einfach mal, was diese Begegnungen tief in deinem Inneren auslösen. Und lass diese Gefühle ruhig aus deinem Inneren herauskommen. Und zeige diese Gefühle von dir ruhig den anderen Menschen. Vertraue dich ihnen an. Hier auf dieser Waldlichtung haben die anderen Verständnis für das, was du denkst. Für das, was du fühlst. Sie haben Verständnis für das, was du bist. Du kannst auf dieser Waldlichtung ganz wunderbare Erfahrungen für dich sammeln. Gehe weiter von einer Person zur nächsten. Lasse dich dabei wie die Wellen auf einem Meer von deinem Herzen treiben. Genieße diese Begegnungen mit all diesen Menschen. So lange, wie du es gut und richtig findest.